Schmiedeschlinge. Seltene Handschuhe. Nehme ich gern. Brauche ich nicht. Das ist auch besser. Ach komm, weg damit. Das ist alles sowieso. Ich finde im anderen Spiel dann sicherlich genug Sachen. Brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Grausame Qual, du bist sicherlich sehr viel besser. Selbst die Tunika ist besser, aber meine ist irgendwie blau. Die hat plus 1 Schaden des Typs Blitz. Bringt mir bloß nichts, weil ich keinen Blitz mache. Oder? Doch, mache ich. Bin ich doof? Was ich da habe, ist doch ein Blitzschlag. Sollte ich doch eigentlich dabei bleiben, oder? Und sie verbessern. Wenn es geht. Ah hier. Schmieriger Schlüssel gehört zum verlassenen Steinbruch. Etwas wurde im tiefsten Teil des Steinbruchs ausgehoben und schnell weggeschlossen. Kann nicht wiederverwertet werden. Nutzt den schmierigen Schlüssel zur Öffnung von Tor zum Steinbruch. Gut. Ah ja. Was da drin ist, gefällt mir gar nicht. Halt. Gefährtenfähigkeiten rufen Verbündete aus der Natur herbei, um euch im Kampf zu helfen. Ah. Wölfe? Gifttranke? Raben? Wölfe. Auf R2. Okay. Ah. Cool, die sind jetzt immer bei mir. Geh damit. Oh, die Wölfe sind eine gute Hilfe. Legionen Töter-Trophäe gekriegt. So, jetzt aber interagieren. Ihr Wölfchen seid eine gute Hilfe, da bin ich ganz froh. Gut. Wohin? Nur da. Verödeter Minenschacht. Ah, wie weit geht das hier noch? Ach ja, wir gehen da mal rein. Ich guck mir das mal an. Hm? Halbe Stunde später, wie tief sind wir denn schon drin? Primitiver Schläger. Zwei Hände, ha.
Vorteil ist durch die Wölfe, dass die Gegner nicht mehr nur auf mich quicksilt sind, sondern auch auf die Tiere. Das ist sehr praktisch. Noch her. Herausforderung frei, Belohnung freigeschaltet. Aha. Kann ich die abholen? Ja, nehme ich. Die Stärke sinkt. Ich habe hier viel bessere Tuniken, ne, als das, was ich da habe jetzt. Kann von eurer Klasse nicht verwendet werden. Für wen ist das denn? Steht da gar nicht, ne? Wahrscheinlich für die Kriegerin. Dann hebe ich es auf jeden Fall auf. Kann ich denn hier die Belohnungen abholen? Gar nicht. Naja, was soll's. Whatever. Ich wollte eigentlich nach unten nochmal. Hier lang? Mhm. Geht's auch noch weiter. Wer oder was die Dämonen herbeigerufen hat. Doch sie haben uns innerhalb kürzester Zeit in der Mine überwältigt. Ich wollte davonlaufen, aber bin über Geröll gestolpert. Jetzt ist mein verfluchtes Bein gebrochen. Ich höre das Echo anderer Leute, die noch am Leben sind. Aber ich kann sie nicht sehen. Das ist wohl auch nicht so wichtig. Solange die Dämonen mich nicht sehen, bin ich sicher. Willst du da unten in der Höhle mit deinem gebrochenen Bein vor dich hin vegetieren? Mit der Hoffnung, dass dich keiner von den Dämonen sieht? Ich weiß ja nicht. Aber wie will er da auch rauskommen mit dem gebrochenen Bein? Das ist die Frage. Das sind das Eck immer noch ein großer Geschmack. Das brauche ich auch nicht. Ach ja, hier kam ich her.
vorher. Nee? Nee. Bin grad. Karte? Karte. Nee, das war hier. Ich müsste wieder raus. Oder? Nee, weil. Nee, muss ich nicht. Da draußen war eine andere Quest. Weil den Weg hier bin ich doch gerade gegangen. Da kam ich ja her. Ich bin eine Runde gemacht, okay. Sein muss. Bist ein bisschen weit weg. Monstrosität der Kasra. Ich bin noch nicht bereit. Mal wieder Sachen fallen. Ist doch notwendig, das ist mir ja verloren. Scheiß Gift, Mann! Ich muss noch etwas warten. Ich kann nur alle 5 Minuten ausweichen. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Ja, dann greif an, dann kriegst du wieder welche. Codex der Macht ansehen. Ah, 115 davon. Okay, das Spiel wird lang dauern. Selbst wenn ich es nicht aufnehmen würde. Ihr habt einen Aspekt freigeschaltet, der in Ausrüstung eingeprägt werden kann. Drückt blub und öffnet die Sammlungen, um ihn im Codex der Macht einzusehen. Ja, Jäger, bringt mir halt nichts. Ne? Ihr könnt einen Dungeon jederzeit verlassen, indem ihr die Dungeon... Eingangsmarkierung auf der Karte auswählt oder das Aktionsrad mit dem Steuerkreuz öffnet und ja. Oh. Stiefel. Noch Geld. Gold. Verzeihung. Ich habe schon auf leicht eingestellt, oder? Ist dennoch ganz schön knackig, finde ich. Das zieht sich so im Kampf. Ich bin froh, dass ich die Wölfe habe jetzt. Wenn ich alleine Ziel von dem gewesen wäre. Dungeon verlassen. Das ist sehr schön. Den Weg zurücklaufen möchte ich wirklich nicht. Wirklich überhaupt nicht. Ich bin wieder da. Ist das nicht wunderbar? Das auch. Kommt in die Kiste. Ich müsste mal irgendwo hin, wo ich verkaufen kann. Löse das Rätsel der Nachricht.
werde erstmal wieder angegriffen, während du im Menü bist. Schön. Das tiefe Weiß. Ich sehe ich auch nicht so oft. Orobas Trog. Okay. Was soll ich hier machen? Löst das Rätsel der Nachricht. War das die Nachricht mit dem ich solle warten? Mit den Geduldigen wird irgendwie was erwarten oder so? Soll ich jetzt hier stehen bleiben? Ich mach das mal. Vielleicht passiert ja was, keine Ahnung. Irgendwas tut, selbst wenn ich warte. Egal. Kann man sich auch noch später darum kümmern, wenn ich weiß, was ich tun muss. Hier war ich noch nicht. Bäder von Krossell. Gibt's wieder Geister. Phantome. Quellen. Hier tragen kann. Schubidubidu. Halt auch alles voll mit diesen, ja, Quellen, würde ich sagen. Weil nur da oben soll ich ein Rätsel lösen. Der Geduldige, der wird belohnt. Aha.
Was auch immer er mir sagen will damit. Der alles dabei. Ein Ring, okay. Der kommt nicht auf die Idee, mal zu helfen. Der geht einfach weiter. Tundra von Olja. Stufenaufstieg. Auf meiner Karte los, ich da so ein Symbol sehe. Wenn man schon komische Geräusche hört im Menü, weiß man, der Gegner. Weg. Ich will meine Wölfe ausbauen. So. Das war klar. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das bringt alles so viel Geld im Verkauf. 278 ist noch das wenigste, glaube ich. Nee, das hier. Na dann. Brutaler Arbeiterhammer. Da ist auch noch was. Aspekt der Qual für Totenbeschwörer. Ich muss in die Stadt zurück. Ich muss erstmal was verkaufen. Das ist ja alles schon wieder voll hier. Muss mal bei ihm hier gesamten Ramsch verkaufen. Moment, ich will erstmal nochmal ins Menü. Das will ich behalten. Das ist sogar besser als meins. Das kann ich vielleicht verbessern. Dunkle Tage stehen uns bevor. Ihr braucht eine gescheite Waffe.
Den kann ich noch anlegen. Gut. Das hat ordentlich Asche gebracht, würde ich sagen. Okay. Wo kann ich? Da kann ich. Tasche leer und ich kann wieder weitergehen. Kann ich da hin? War ich doch gerade, glaube ich. Ja, das war hier. Stimmt, ich bin ja darüber teleportiert. Extrahierung und Einprägen. Sprecht mit Demian. Sucht Demian in Kyobashat auf. Da war ich doch gerade. Na. Zurück. Erzählt mir etwas über Extrahierung und Einprägen. Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Nicht, dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. Einprägen ersetzt die Eigenschaft eines seltenen oder legendären Gegenstands mit einem ausgewählten Aspekt. Gegenstände können einmal geprägt werden. Klingt alles sehr kompliziert. Ich will mich nicht hinsetzen, nein. Gehe ich jetzt nicht rein. Das habe ich geschafft. Da oben ist auch noch eins. Hier auch. Ich glaube, das levelt alles mit mir mit. Ich weiß auch nicht. Nichts, was hier ist, wäre irgendwie in der Stufe niedriger. Ist alles meine Stufe, die ich habe. Ist doch scheiße. Sowas mag ich gar nicht. Wozu soll ich dann leveln? Wenn alles mit mir stärker wird. Kann ich mir das auch sparen?